Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher. So, wir werden hier nochmal schnell die Ernte wegzuzeln, damit unseren kleinen Scheißer hier wieder was zu beißen kriegen. Auch wenn sie echt sehr viel scheißen und ich ihr Gehege fast wieder aussaugen muss. Aber hilft ja nichts. Ich meine, das ist ja unser Ziel. An so viel Kacke wie möglich zu kommen, oder? Oder sagt jemand da was anderes? Wir sind der Pupu-Master quasi. Und weg mit dir. Da oben ist klassisch auch wieder eine. Ne, dieses Mal sogar zwei. So. Einmal hier reinballern. Guten Appetit. Einmal hier reinballern. Guten Appetit. Und ja, es ist voll. Sowas von voll, dass es ihnen schon selber stinkt. So, läuft. Und kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Einer noch. Rein damit. Hier ist natürlich auch wieder voll. Mann, 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 Mann. Schaut euch das mal an, wie sich da staut. Die bauen sich schon quasi eine Treppe in den Himmel auf Scheiße. Die sind echt einfallsreich. Kreative Slimies. So. Es kann doch nicht wahr sein. Schon wieder bei 90. Leck mich doch fett am Arsch. Hoffentlich ist der Preis momentan hoch. Naja. Es geht. Sagen wir es mal so, es geht. Aber gut, an Kohle fehlt es uns definitiv nicht mehr. Das ist halt, wenn man deren Lieblings-Happa-Happa denen serviert, dann läuft's halt einfach. Boah, der Goldslime, der ist ja im Preis gestiegen. Holla die Waldfee. Okay, aber den gibt's halt auch nie. Padli? So. Noch zu unseren anderen zwei hier. So. Na, heute war es nicht ganz so ergiebig, würde ich sagen, Jungs. Schämt euch. Nein, ihr braucht euch nicht schämen. Ich meine, ich zuzel das jetzt hier auch nochmal kurz. Halbwegs leer, weil, Leute, ernsthaft. Schaut euch das an. Unbedingt, weil... Das ist instant wieder voll. So. Hab ich nicht noch eins gehört? Okay, das soll schon reichen. Hier auch so ein bisschen noch. So, das reicht. Da müssen wir auch fast nochmal. Da müssen wir auch fast nochmal hin, Leute. Hilft nichts. Aber erstmal abliefern. Der blaue, der Felsleim, der wäre jetzt gerade echt hoch im Kurs. Ich meine, wir haben 20 Riesen, wir brauchen es nicht, aber der wäre echt hoch im Kurs. Brutal. Also mittlerweile geht Kohle echt gut. Hier kam nichts Neues dazu, oder? Nope. Ich glaube, hier sind wir. Ich glaube, hier sind wir auf Anschlag. Oh, schauen wir mal kurz rüber zu unseren Okas und zu unseren Herzrüben. Zu unseren Knallis. So. Hier die guten Okas rein. Lecker, lecker, lecker. Okay. Der Klassiker. Bewuchs entfernen, kaufen.
Rein damit. Und Bingo Bongo. Hier brauche ich ihn auf jeden Fall noch nicht entfernen, weil ich sehe sie hier gerade rausploppen. Aber bei der nächsten Fuhre würde ich sagen, machen wir es wieder. So, ich nehme hier lieber die Karotten mit. Und dann können wir nochmal füttern gehen. Bevor wir die Ressourcen sammeln und uns überlegen, welche Monstrosität wir heute hier anzüchten. Heute will ich auf jeden Fall irgendeine neue Gattung. Irgendwas, was wir noch nicht haben. Jungs, ich will euch füttern. Und die explodiert mir einfach im Rücken. Findet ihr das cool? Ich nicht. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? 54. Hält sich in Grenzen. Ne, ich bin hier falsch. Ich muss schon hier lang. Wir haben auch relativ wenig Wasser dabei. Müssen wir auch mal wieder fast bei einer... Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ihr seid Scheißmaschinen, wie sie wie sie im Buche stehen. Ernsthaft. So. Aber erstmal hier Fütterungsrunde. Dass die Okas hier einfach immer auf dem Boden rumliegen, das finde ich eher suboptimal. So. Und rein mit den Karotten. Ah, hier ist auch gut was drin. Sie was, hier können wir mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Schadet nicht. Ja, Kohle brauchen wir jetzt echt nicht mehr. Wir nehmen uns auch hier ein bisschen Red mit. Machen wir uns den Tank voll. So, perfekt. Und gehen A zum Füttern und B hauen den Spaß in den Plortsammler im Labor rein. Ich brauch's eh nicht. Ich meine 20 Riesen, Leute. Was soll ich damit anfangen? So, rein damit. Ich meine, das wäre jetzt echt eine Stange Kohle gewesen. Der Kristallplort ist ja in der Regel doch einiges wert. Aber was soll ich damit machen? So. Rein damit. Mir persönlich funktioniert der Oka nun. Der Fütterautomat irgendwie nicht richtig. Ich finde das uncool, dass das Zeug hier einfach am Boden rumliegt. So, machen wir leer. Alles klar. Und hier die gleiche Geschichte. Perfekt. Und hier ist Verstopfung, alles klar. So. So, was kreuzen wir mit was, Leute? Also ich würde fast wirklich sagen Pink. Hier nochmal so ein Gehege hinmachen mit pinken Schleim. Das können wir ja schon mal... Das können wir uns ja schon mal gönnen. Fangnetz, Plortsammler... Futterautomat. Das ist schon mal ein Anfang. Gucken wir mal, was das Ding sich hier abtanzt. Ein Slime-Fossil. Okay, die Billigdinger kriegen offensichtlich auch die seltenen Ressourcen. Gut. Also, Rosa. Das ist auf jeden Fall schon mal gefixt. Rosa. Soll ich Rosa mit denen hier kreuzen? Ich weiß nicht. Rosa Strahlis finde ich jetzt eigentlich auch nicht so berauschend. Das Schade ist halt, dass Rosa immer so verdammt dominant ist. Das finde ich halt echt absolut bitter. Aber Knallis will ich eigentlich auch keine...
kommt schon, lass mich hoch, lass mich hoch. Okay. Was? Hab ich das vorher übersehen? What the fuck? Uncool. Okay. Ein Zyklus hat er noch vor sich. So, mit was könnte ich den rosanen kreuzen? Ich würde ja gern was mit den Pfützenslime kreuzen, aber das ist halt irgendwie nicht drin. Das ist halt leider nicht drin. Was könnten wir mit dem Rosenen kreuzen? Honig. Andererseits, Honig haben wir halt echt brutal viel. Könnte aber hübsch ausschauen. Ich meine, wir haben es ja schon gesehen. Oder Katzen. Katzen mit Rosa. Rosa Katzen, ne, die gefallen mir nicht. Weil mit den Rosa hätten wir halt das Glück, dass sie alles fressen. Von welchem Plot haben wir am wenigsten? Phosphor, aber das liegt nur daran, dass ich so viel verkauft habe, weil eigentlich haben wir davon mehr als genug. Jäger haben wir auch genug. Knallplot. Ich tendiere gerade wirklich zu Kristall. Ich tendiere zu Kristall. Ja, well. Gut, machen wir das so. Machen wir Kristall. Kristallrosane. Sammeln wir uns schnell ein paar Rosane. Und wie viel packen wir denn da am besten rein? 8? Jungs, was meinen die? 8? 8 von eurer Sorte? Reicht das? Das sollte doch reichen, oder? Ja, ich glaube, das reicht. Von diesen kranken Monsterviechern. So, 4, 5, 6, 7 und 8. Meine Früchte. Den Rotz brauche ich nicht. Aber den Spaß. Meins, meins, meins. Das kriegen unsere Rosanen in der Base. Hier habt ihr schon gut geerntet, ihr kleinen Säcke. Was haben wir hier hinten noch gehabt? Das wäre auch hier so eine Secret Zone. Der hat mir mein Zeug einfach weggeklaut. So ein kleiner Lump. Ja, okay. Wenn es euch glücklich macht, haut rein. So, jetzt haben wir auf jeden Fall 8. Komm, das nehmen wir auch mit. Das heißt, wir brauchen jetzt dann noch Kristall. Und fortgeschrittene Pumpe. Nice. Nehmen wir uns hier auch ein bisschen Plot mit. So. Ja, damit. Ihr treibt hier keinen Unfug, oder? Nope. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist auch schon wieder so gut wie voll. Kranke Scheiße. Wirklich kranke Scheiße. So. Wir müssen in die Höhle. Ich hoffe, dass ich jetzt 8 Kristallplortis noch hab. Das wäre jetzt natürlich der Klassiker, dass ich davon keine 8 habe. Haben wir alles easy. Komm, nehme ich mit. So, fein. Und bin auf jeden Fall schon mal richtig. So, ihr kleinen Lumpis.
Die schauen tatsächlich hübsch aus. Das muss man, das finde ich, kann man schon so sagen. Das sind hübsche kleine Monster. Blop, 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 blop. So. Fortgeschrittene Bienen... Okay, das war ganz strange. Und fortgeschrittene Pumpe. Den Bienenstock, was brauchen wir dafür? Bohrer, Pumpe, Bienenstock. Phosphor. Holen wir uns noch schnell ein bisschen Phosphor. Hey, die gefallen mir. Ihr seid echt hübsche Lumpen. Auch wenn ihr gerade irgendwie hungrig ausschaut. Irgendwas müssen wir uns dann hier zum... Karotten. Ich glaube, Karotten pflanzen wir für die an. Hier ein bisschen Phosphor. Gebt mir euer Phosphor. Und dann würde ich gern einen Bienenstock in dem Indigo-Steinbruch hinstellen. Das fände ich tatsächlich mal interessant. Nehmen wir das ja auch mit. Also hier, der Jägerhonig, den finde ich super. Der gefällt mir. Den finde ich einfach nur geil. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals Pfützenplort brauchen werde. Bisher habe ich nämlich keinen Bauplan gesehen, der das gebraucht hätte. Aber lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, oder? Oder so ähnlich. So. Wie gesagt, die Pumpe würde ich dann megamäßig gern im Indigo-Steinbruch mal hinstellen. Den Bienenstock, nicht die Pumpe. Und ihr kriegt dann ein paar Karotten. So schaut's aus. So. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Gut. Das heißt, ich müsste doch jetzt hier so einen Bienenstock bauen können, oder? Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall die Hexwabe. Tiefensohle. Ich habe keine Ahnung, wo ich Tiefensohle herkriege. Eine fortgeschrittene Pumpe haben wir noch nicht, oder? Schaut nicht so aus. Bohrer. Pumpe. Fortgeschrittene Pumpe. Gönne ich mir. Und davon gönne ich mir gleich mal zwei. Und die stellen wir... Ja, die stellen wir mal im Indigo-Steinbruch auf. Wobei... Ja, doch. Ich häng fest. Rein und einen guten Teleport erstmal. So. Er kugelt sich hier ein ab. Aber ist dabei glücklich. Daher, wieso nicht? Die ganze Armada von Viechern kommt da wieder ange... Oh, wie ich diese Kanten hasse. So, wie schaut's hier aus? Bist du eigentlich schon ready? Nein. So. Hier können wir auf jeden Fall eine Pumpe hin. Und hier auf jeden Fall einen Bienenstock. Das hört sich nach einem Plan an. Und weil ich verdammt neugierig bin, und es ja hieß, in jedem Gebiet gibt's was Unterschiedliches, nehmen wir jetzt mal den regulären Weg nach Hause und hauen da hinten auch nochmal einen Bienenstock hin. Das ist jetzt hier mein großer Masterplan. Miau. Komm schon, die Früchte nehme ich noch mit. Und die Karotten. Okay, euch brauche ich jetzt wirklich nicht. Ihr kleinen Lumpen hier.
So. Ach, den haben wir jetzt mal hier rein. Die könnten wir auch wieder sammeln. Moment. Die Pogo-Frucht wollte ich eigentlich auch hier rein. Guten Appetit. Und hier haben wir uns ein Beet, ja. Einen schönen Garten. So. Danke. Fruchtbaren Boden, Sprinkleranlage. Nö, das brauchen wir wirklich nicht. Und den Rest kriegt ihr, Jungs. Nicht viel, aber bald kommt noch ein bisschen was. Also, entspannt euch. Gut, dann haben wir jetzt das auch platziert. Weil der Teleport, der wird mich halt echt extrem interessieren, aber da fehlt es echt noch weit. Hier dieser seltsame Diamant. Keine Ahnung, wann und wo ich so einen kriegen soll. Was haben wir sonst noch? Ja, komm, kaufen. Kaufen können wir es auf jeden Fall. Was haben wir sonst noch? Ja gut, wir brauchen die Kohle jetzt nicht unnötig rauswerfen, oder? Bei das hier kaufe ich einfach aus der Intention heraus, dass vielleicht ein Energieaufladungsding kommt. Das wäre natürlich geil. Ja, ihr schaut jetzt schon etwas glücklicher aus. So. Aber meine Freunde, an der Stelle machen wir jetzt einen kleinen Cut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.